Hallo Liebling. Ja, ich bin gerade angekommen. Die gleiche ist wie 1648. Alles in Ordnung zu Hause? Schön. Ich wünschte auch, du wärst hier, aber die Sitzung dauert die ganze Nacht und du würdest nicht viel von mir haben. Du weißt, wie sehr der Premierminister auf mich zählt. Mach ich. Und du machst dir einen netten Abend. Ich muss mich beeilen, Liebling. Bis morgen Nachmittag. Einen Moment, bitte. Ist jemand an der Tür? Ja, bitte. Der Hotelmanager. Ich komme. Ich muss gehen, Liebe, sonst fängt die Sitzung ohne mich an. Warum? Wer das war? Es ist der Hotelmanager. Meine Frau lässt herzlich grüßen. Oh, danke. Bitte grüßen Sie zurück. Der Manager grüßt ebenfalls. Sie sagt mir nicht. Ich muss los, Liebes. Und mach es dir im Bett gemütlich. Ich hoffe, alles ist in Ihrer Zufriedenheit, Mr. Mann. Ah, fein, fein. Ah, danke. Sagen wir 9 Uhr. Ich werde dafür sorgen, dass Sie pünktlich um 9 geweckt werden. So, ich denke, jetzt habe ich alles für die Sitzung. Darf ich den Dienst für Sie rufen, Mr. Wiley? Nein, danke. Ich gehe immer zu Fuß. Gut für die Figur. Natürlich. Bist du sicher, dass der Manager nicht wieder hereinplatzt? Natürlich! Warum hast du noch nicht dein Negligé angezogen? Oh, ich war voll auf damit beschäftigt, an der Tür zu horchen. Na dann hopp, hopp, du wunderschönes Geschöpf! Möchtest du, dass ich dir beim Ausziehen helfe? Nein, danke! Bestimmt nicht! Richard Wiley am Apparat, verbinden Sie mich mit meinem Sekretär. John, ich bin's Wiley. Es ist unwichtig, wo ich bin. Wie läuft die Parlamentsdebatte? Oh. Nun gut, hör zu. Ich möchte nicht gestört werden, solange sich das Ganze nicht zu einem nationalen Notstand entwickelt. Sagen wir so, falls der Premierminister fragt, wo ist Richard Wiley, meine rechte Hand, dann ruf mich an. Nein, nicht zu Hause. Und ruf Gott um Gottes Willen nicht an. Die Nummer hier ist 839 50 97. Die Zimmernummer 648. Nein, es ist kein Hotel. Es sind die Leseräume des British Museums. Herrgott. Keine Widerrede, John. Du bist mein Sekretär. Du, was ich von dir verlange. Fantastisch aus. Danke, Herr Minister. Absolut fantastisch. Weißt du, das ist nicht so nett, Mr. Wiley. Oh, du hast recht. Würdest du dir nicht das ausmachen, wenn ich es mir auch etwas bequemer machen würde? Ich meine, du bist Staatsminister der Regierung und ich Sekretärin bei der Opposition. Sehr ausgewogen, zumal der Premierminister mein Chef und ihr Kinokreischef ist. Mr. Kinok würde an die Decke gehen, wenn er das wüsste. Der Premierminister, der würde explodieren. Ich will es aber nicht zur Gewohnheit werden lassen. Ganz richtig. Genauso wenig wie ich. Ja. Hör damit auf, Mr. Wiley. Schön. Du solltest die Sprüche hören, die die anderen Sekretärinnen über dich reißen. Über mich? Über dich, Mr. Wiley. Peinlich. Und einige sind eindeutig zweideutig. Wie peinlich. Ach komm, ich mach nur Spaß, Mr. Wiley. Ehrlich? Hast du es nicht gern, wenn man dich neckt?
denkt Mr. Wiley? Das kommt darauf an, was du unter Necken verstehst. Übrigens, ich wünschte, du würdest aufhören, mich Mr. Wiley zu nennen. Oh, ich habe dich aber noch nie anders genannt. Nun, unter diesen Umständen, denke ich, könntest du mich Richard nennen. Nein, nein, das könnte ich nicht. Aber alle meine Freunde nennen mich Richie. Nein, nein, ich kann das nicht. Nicht nach all den Witzen, die ich gehört habe. Ich werde dich einfach Richard nennen. Wenn du meinen Namen sagst, klingt das so wunderbar. Also, ich habe Champagner bestellt. Herrlich! Und Kaviar. Wow! Und zwei Dutzend Austern. Austern? Oh, sollen die nicht irgendeine Wirkung haben oder so? Wann musst du wieder zu Hause sein? Gar nicht. Ich kann die ganze Nacht hier bleiben. Die ganze Nacht? Was hast du uns deinem Mann gesagt? Dass ich dann Derus besuche. Dann Derus? Oh, sie hat eine herrlichste Bronchitis. Arme Tante Derus. Und Tante Derus hat kein Telefon. Dann kann der Mann nicht anrufen und stören. Es muss doch wohl an die passende Musik zu bieten sein. Ach, was für eine wundervoll warme Nacht. Soll ich die Vorhänge öffnen? Warum nicht? Wenn ich mich richtig erinnere, hat man einen herrlichen Ausblick. Nein, nicht ins British Museum, ins Westminster Hotel.
Vergiss es! Du schaffst es hier in 2 Minuten. Suite 648 und sag niemandem, wohin du gehst. Ob du was mitbringen sollst? Ja. Deinen Kopf, Tom! Deinen Kopf! Ich bin beschäftigt! Du hast schon lange ja aus dem Kaffee gestellt. Scheiße! Verschwinden Sie! Himmel! Sie haben zur Welt zusammen. Schnell ins Schlafzimmer! Ich komme! Wenn das hier heiß gewesen wäre, wäre es jetzt kalt. Lassen Sie es einfach da. Hey, Sie müssen auch quittieren. Okay. Dieses reizenden Hotels tun? Ob ich was gesehen habe? Einen Eindringling auf unserem? Nein, nein, ich habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Ein Irrtum. Es muss ein anderer Balkon gewesen sein. Unsere Vorhänge sind weit geöffnet. Das ist absolut niemand zu sehen. Verschwinden Sie! Gehen Sie! Nein, nicht Sie! Hallo! Hallo! Hey, stopp! Ich danke. Vielen Dank. Schlafzimmer? Im Schlafzimmer? Der Balkon geht um den Tag. Das kann
nicht zur Antwort abzusehen. Davon sollte ich unser Monteur erzählen. Entschuldigen Sie bitte. Gestatten Sie. Gestatten? Gut, ja. Es ist eine gute Idee von den Managern dieses reizenden Hotels, das Schlafzimmerfenster zu kontrollieren. Und da der Manager den Schlafzimmerbalkon kontrollieren will. Aber bitte sehr, nach dem Manager. Danke Ihnen. Ich schaue nur, wenn wir an der Tür ist. Eindringling? Der Eindringling! Mit dem
bin in nichts hineingeraten. John, ich brauche deine Hilfe, wie ich sie noch nie gebraucht habe. Moment, als ich hereinkam, sagten Sie, der Körper sei im Schrank. Ist er. Hallo? Sind Sie der Gentleman der Suite 648 Person? Gut. Sie sind gerade in seinem Kleid weggegangen. Ich habe Ihnen meine Sachen gegeben. Ich will sie zurück. Ich will meine Sachen, Sie klopfen. Suite 648 und beeilen Sie sich. Könnte ich noch einmal aus dem Thema Schrank zurückkommen? Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest, John. Oh nein! Erst möchte ich wissen, wie der Körper von da draußen nach da drinnen gekommen ist. Ich denke, du solltest dich lieber setzen, John. Sie haben doch nicht... John, ich hatte keine andere Wahl! Sie haben doch nicht deine Leiche durch die Gegend getragen. Es musste schnell gehen! Er ist doch bloß ein Einbrecher, um Gottes Willen. Sie haben nicht die Polizei, verstehen Sie? Nein! Warum brauche ich deine Hilfe, John? Du verlangst mich davon. John! Meine Frau denkt, ich bin im Parlament. Jetzt würde ja alles aufkommen. Wie sie es dürfen, das Ganze. Haben wir denn vorher gespielt? Meine Frau wird nicht was ganz anderes spielen, wenn sie von Mrs. Burke zum Bierer fällt. John, du bist nicht verheiratet. Du weißt nicht, wie furchtbar eine liebende Ehefrau sein kann. Weil ich verheiratet, Mr. Wiley. Ich werde meiner Frau treu. Okay, okay. Alles, was du zu tun hast... Moment, ich habe überhaupt nichts zu tun. Sobald ich der Mädchen in dem Raum findet, in dem wir die Leiche bringen... Wir bringen was? Wir bringen die Leiche in deine Stube und legen sie auf deine Fensterbank. Und dann, wenn ich sicher und ruhig im Parlament bin, dann... Natürlich! Die Leiche in meine Stube, auf meine Fensterbank. Sie und Mrs. Vorstitzen und der Arme schon bitten. John, wenn nicht für mich, dann tue es für Mrs. Vorstitzen. Ihre Karriere wäre ruiniert. Um Himmels Willen, sie ist die Kindersekretärin. Ich habe es dir 100 Mal vor der Folge ihrer Filmhaberei gewarnt. Du würdest es für den Premierminister tun. Die Folgen werden sonst verheeren. Er würde mich auffordern, zurückzutreten. Du bist im Schrank, oder? Hängt an einem Haken. Du bist deiner Schock, Billy John. Nämlich unter der Dusche, genau. Und Mr. Pick ist auf dem Klo. Alles hält in dem Team. Ich meine, gemütlich. Das ist es. Ich glaube, das ist es, oder? Ich glaube auch. Ja, das war's. Mach das nicht mal. Das ist schwer. Und jetzt ist es Pick. Ich glaube, wenn Sie das wissen, dass Sie 650 Wochen aufhören, dann ist es doch mal ein.
wollte nur das Beste. Ja, bitte. Ja, bitte. Los. Schnell. Was zum Teufel ist das? Sie wollten eine Sachertorte. Ich wollte meine Sachen, die Trottel, seine Sachertorte. Ein Kleid. Er wollte ein Kleid. Wollte er das? Es ist rosa mit Goldknöpfen. Sie haben es mitgenommen. Oh ja, ein Kleid. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wo ich das hin hatte. Sie haben recht, ich bin ein alter Trottel. Wollen Sie es bitte holen? Nichts leichter als das. Oh. Der Manager sagt, jemand von Ihnen würde in Suite 56 einziehen. Korrekt. Mr. und Mrs. Ficken. Mr. und Mrs. Ficken. Ja, hier Mr. Ficken, dort Mrs. Ficken. Liebling. Ihr Schlüssel. Bitte sehr, John. Reißen Sie mir Gebäck, Mr. Ficken. Nicht, dass ich wüsste. Nein, keine Koffer, keine Taschen, nichts dergleichen. Sie sind in den Schlitterloch. Oh mein Gott. Ja, frisch verheiratet, diesen Morgen. Das Hotel ist mein Hochzeitsgeschenk. Wenn ich Hotel sage, meine ich natürlich nur die Suite. Nett, ja. Sind Sie sicher, dass Sie das Kleid dafür brauchen, Mr. Ficken? Ja, bitte, bitte. Und bitte schnell. Vielen herzlichen Dank. Oh, Sie haben den Sessel noch gar nicht angerührt. Wir möchten nicht davon, danke. Aber Sie haben es doch schon bezahlt. Nehmen Sie es einfach wieder mit. Versucht ihr nicht bei einem anderen Gast umzubrechen. Mr. Wiley, ich möchte meine tiefe Ablehnung gegen alles anmerken. In Ordnung, angemerkt. Jim, mach dich im Garten. Sobald das Kleid erreicht, bist du. Mr. Wiley, das alles ist mir so leid. Wer weiß, was er tut. Okay, John, ab in Suite 56. Einen Moment, ich muss Schwester Foster Bescheid sagen. Schwester Foster? Sie sagen, dass ich später nach Hause komme. Wir müssen uns beeilen, John. Die Welt dreht sich nicht nur um Sie allein, Mr. Wiley. Lass dich von deiner Welt nicht schwören, John, aber beeil dich! Hallo, Schwester Foster. Guten Abend, ich bin. Bitte. Danke, es geht mir gut. Ja, alles wohl auch. Sie braucht keinen medizinischen Bericht, John. Wie ging es heute meiner Mutter? Oh je, oh je, oh je. Mutter war heute ein klein wenig unruhig. Wir sind alle ein klein wenig unruhig. Danke, dass du später kommst. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir eine kleine Gefallen tun könnten. Danke. Sie sagte, es sei kein Problem. Gut. Ich komme heute Abend vielleicht etwas später nach Hause. Es ist da ein kleines Problem aufgetaucht. Aber nein, als meine Mutter mich anrufen will, so John! Mutter will immer wissen, wo sie mich im Notfall erreichen kann. Was ist denn für der Raum 648 oder 650? Nein, es sind Leseräume im Britischen Museum. Ich danke Ihnen, Schwester Buster. Okay, John. Geh in die Suite 650, öffne das Fenster und komm über den Balkon hierher zum Fußballplatz. Ah ja! Tun Sie das nie wieder, Mrs. Worthington! Mir ist gerade eingefallen, dass ich nirgendwo hin kann. Was soll das heißen? Sobald die angekommen sind, gehen Sie. Das geht nicht. Mein Mann denkt doch, ich bin bei Tante Rose. Dann fahren Sie ihn zu Tante Rose. Oh, Rosen würde eine Anfrage legen, wenn ich mitten in der Nacht bei ihr aufräumte. Dann schlafen Sie eben bei John in 1650. Das habe ich genau gehört. Schnell, John, hilf mir. Ich habe über das Ganze noch einmal nachgedacht.
sind 650, auf der Suche nach Ihnen und Ihrer Gattin. Ja, mehr um die Aussicht zu genießen, ist hier wirklich großartig. Kommst du, Liebling, ich bringe dich zurück. Entschuldigen Sie mich bitte. Bye, bye. Verrückte Flitterwöchler! Sie kommen zu spät zu Ihrer Debatte, Mr. Wilde. Ich muss eben noch aufs Klo. Nach Ihnen! Ah! Ah! Sie will noch etwas sagen, Mr. Wilde? Nein, nur A! Ich habe es gerade gesagt, sogar mehrmals. Ah! Ah! Bist du? John! John! Bittesee, weißt du es? Hallo! Zimmer Service! Nummer 648. Nein, es ist nicht das British Museum. Ja, die Nummer ist 839-50-97. Aber hier ist das Westminster Hotel. Mr. John Fichten? Ja, ich kenne ja nicht Mr. John Fichten. Eine Nachricht von wem? Schwester Foster. Und wie lautet die Nachricht? Deine Mutter ist in Sorge, wenn der kommende Nacht und wirklich nicht sprechen. Sagen Sie seiner Mutter, es besteht absolut kein Grund zur Sorge, seine Güter hoch und schlafen, sie sind ein gerne Bombe. Komm schon. Jane, du sitzt an der Türwache. John und ich bringen das Corpus Delicti in die Schildtechnologie. Ich habe alles im Griff. Passiert? Ich werde Mr. Bitten sagen, dass er sie zurückrufen soll.
los? Das war Schwester Foster. Deine Mutter ist etwas aufgebracht, dass du später nach Hause kommst. Das alles? Nicht ganz. Sie ist noch aufgebracht darüber, dass du heute geheiratet hast. Ohne ihr etwas zu sagen. Geheiratet? Meine arme Mutter! Kümmere dich nicht um deine Mutter, lass uns mit ihm da! Und mit mir ist es wirklich nicht fertig werden! Das sind sie! Okay, dass Sie nach Hause kommen.
Komm, kommt nach Hause, sofort, denn hier ist meine Pflicht der Bücher. Meine Mutter wird deine Nacht sofort bekommen. Dann heißt der Schwester Forster, hoffentlich für 5 Minuten vom Telefonieren nach. Jetzt hör auf zu jammern, hängen auf meinen Arsch. Komm schon, Fred. Hey. Und was bemerken wir denn, Ronny? Und keine Panik. Es gibt mit Sicherheit eine ganz einfache Erklärung für seine plötzliche Anwesenheit. Ja, bitte? Oh, wo ist mein Mann? Sind Sie vom Zimmerservice? Sie die Tür nicht sofort aufmachen, wenn ich sie ein. Oh. Hey, wir müssen heute nicht in die 60 oder 50. Das ist die beste Idee, die Sie heute Abend hatten. Oh, er ist super beherrscht. Ist er das? Der Kellner. Ich bin Ronny Worthington. Freut mich, Sie kennenzulernen, Ronny. Ich bin Richard Wiley. Ich kenne Sie verdammt gut. Ach, der Fluch der Popularität. Das sind Sie aus meinem Wahlkreis. Nein, das bin ich bestimmt nicht. Ich dachte, deshalb wollten Sie mich vielleicht sprechen. Ich bin James Mann. Jane Worthington. Jane Worthington? Ist eine von Equinox-Sekretärinnen. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich mich an eine Jane Worthington erinnere. Hier hat so viele junge Damen um sich herum, wissen Sie. Hören Sie, Sie können mit dem Scheißspiel aufhören. Wo ist sie? Wo ist sie? Meine Frau, Jane Worthington. Jane Worthington ist Ihre Ehefrau. Wo ist sie? Also, was soll denn die Kinosekretärin in der Hotel Süd eine Staatsminister der Regierung zu suchen haben? Hören Sie auf, Mr. Wiley, ich bin Ihnen gefolgt. Gefolgt? Kleines Tee, treffen die Cafés, Teestündchen und so weiter. Oh, die Mrs. Worthington, natürlich, Jane, eine von Ihnen. Ja, ja, die liebe Jane. Ich weiß, was Sie mit ihr vorhatten. Genografie, ein paar Diktate. Hören Sie, Sie sind in der Regierung. Jane arbeitet für die Opposition. Ich wusste genau, was da läuft, als Sie anfing mit dem Quatsch von Tante Rose. Sie denken, was ich denke, dass Sie denken. Ich denke, dass man nicht im Westminster Hotel abseilen muss, um zu Tante Rose zu kommen. Nun, mein junger Freund. Nichts da, junger Freund. Ich habe Beweise. Als Sie sich angemeldet haben, stand Mr. Baker neben Ihnen. Mr. Baker? Mein Privatdetektiv. Privatdetektiv? Und während ich auf der anderen Straßenseite wartete, kletterte er die Feuerleiter hoch, kletterte durch dieses Fenster in diese Suite, um Sie in Flagranti zu erwischen. Mein alter Freund, während ich mich anmeldete, kletterte er die Feuerleiter hoch. Genau das. Öffnete das Fenster. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, meine Güte. Ja, ich habe dreiviertel Stunde auf ihn gewartet. Und jetzt, glaube ich, hat er genug gesehen. Sie vermuten doch nur, dass Ihre Frau im Hotel ist. Ich weiß es. Ich habe sie gesehen, als sie sich nach Ihnen ins Hotel geschlichen hat. Mag sein, dass Sie Ihre Frau gesehen haben. Hab sie gesehen! Nun, ich darf nicht wählen, dass sie nicht bei mir ist. Jetzt muss ich es Ihnen leider sagen. Sie ist bei John Pitney. John wer? John Pitney. Ich habe versucht, ihn zu retten. Er ist mein Privatsekretär. Der größte Funk im Parlament. John Pitney, sagen Sie? Ja. Ich habe mich mit Jane getroffen, mit ihr über alles zu sprechen. Aber es hat nichts genützt. John ist ein geübter Schriftenjäger. Er ist hinter jedem Block herum. Sie wissen schon, was ich meine. Halten Sie mich für einen sehr intelligenten jungen Mann, John. Gehen Sie zur Rezeption und erkundigen Sie, ob ein Mr. und eine Mrs. Dicken angemeldet sind. Sie mich hier zum Besten halten. John, ich bin genauso betroffen wie Sie. Was? Ronny, ich bin sogar noch betroffener als Sie. Und Dicken, sagen Sie? Genau. Es tut mir so schrecklich leid, dass ich da mit Ihrem Rücken abziehe. Sie mich anlügen. Und ich bin Mitglied der Regierung. Eben, wie dem auch sei. Vergessen Sie nicht, dass es dann noch Jack Baker gibt. Ich habe Ihren Privatdetektiv nicht vergessen. Er wird ein waffes Auge auf Sie haben. Ich versichere Ihnen, dass er keine Silbe gegen mich aussagen wird. Ich komme wieder. Würde mich freuen. John, von sofort mit
gehen hier leer zurück. Dann ist auf unsere Rezeption. Aber kommt wieder. Ihr könnt nicht die 650 bleiben. Doch nie kommt er. Und für Erklärung ist jetzt keine Zeit. Wenn er dich findet, haben wir jedenfalls mit zwei Reichen zu tun. Ich komme! Der bestellte Schneider, großartig. Es ist ein Hochzeitsanzug, wissen Sie. Nun, Ihnen, unsere Situation hat sich gewissermaßen etwas verschlechtert. Aber, ja, wir brauchen einen Rollstuhl. Einen Rollstuhl? Wir einen Invaliden. Hat sich jemand übernommen? Einige von uns haben sich etwas übernommen. Wir benötigen jedenfalls einen Rollstuhl. Haben Sie noch gar nicht bemerkt, dass unsere Zimmer auf Türen haben? Was ist passiert? Was um Himmels Willen wollte Ronny? Einen Moment, ich verhandle noch mit dem Kellner. Sagen Sie, wollen Sie die ganzen Flitterwochen damit verbringen, durchs Fenster zu krabbeln? Kümmern Sie sich nicht darum. Können Sie mir mit einem Rollstuhl aushelfen? Nun, ich werde sehen, das Hotel hat eine Verlustung. Ist das ein Notfall? 50 Pfund würden reichen. Oh, ich habe kein Bares mehr. Das macht was. Ich nehme auch Kredit. Mr. Weiler, geht der was los? Wir schwimmen hier als im Parlament. Ja! Fluch der Fenster. Also, was wollt ihr zuerst hören? Die schlechte Nachricht oder die noch schlechte? Keine gute? Nein. Um Himmels Willen, sagt uns schon die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, dass der Mann einen Privatdetektiv engagiert hat, der uns hier gefolgt ist. Nein. Sie glauben, es kann uns eine schlimmere Nachricht geben? Ja. Er ist der Mann im Schrank. Oh mein Gott. Wie kann der Ronny mich so hintergehen? Also, wie kommt er nun? Also, soweit es mich betrifft, verstehe ich immer noch nicht, wofür eigentlich der Rollstuhl gebraucht wird. John, er ist Privatdetektiv. Da darf weder in deiner noch in meiner Suite gefunden werden. Wir setzen ihn in einen Rollstuhl und schicken ihn in eine Decke. Damit wir ihn in den Park bringen können. Es ist auf einem Nachhauseweg. Wie ich schon sagte, der Mann ist tot. Es wird ihm egal sein, wo er gefunden wird. Du bist in einer knappen Stunde dort. Haben Sie ihn einfach in die Büsche flutschen lassen. In die Büsche flutschen. Hey, und was ist mit Ronny? Ja, noch ein Grund mehr für John, sich auf den Weg zu machen. Denn ich habe mich gegenüber mit der Wirkung zu einer kleinen Notlüge hinweisen lassen. Wie bitte? Was du vorhattest, deine Frau zu verführen. Was? Den konnte ich kaum glauben. Und glückte zu seiner Rezeption, wo mein Mister und seine Mistkiften angemeldet. Wir haben uns angemeldet. Speed 650, stimmt? Mr. Weiler, wissen Sie, was Sie sind? Nun, wenn ich so weitermache, könnte ich bald Parteivorsitzender werden. Ja, bitte. Wie wird Sie? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Muss das sein? Du hast gerade nicht hier oder irgendwie. Und zieht ihm eben ins Hochzeitsrand voran, wenn ihr da drinnen seid. Das wird nicht öffnen. Ja, es wird identifizieren, Herr Schwede. Und wer ist euch? Kein Grund, um ihn nicht zu werden. Sie hatten verdammt recht. Mr. und Mrs. Bicken, Sie 650, Sie wohnen gegenüber. Nein. Ich habe an die Tür gehämmert, aber niemand hat geantwortet. Niemand da. Also habe ich die Tür reingeklebt. Gut getroffen, Ronny. Aber Sie sind die Arme! Ah! Reiß dich zusammen, Ronny! Es ist meine Schuld. Aber nicht so! Aber ja, so! Deshalb ist die zu dieser Ronny. Dieser Bickende Ronny. Er ist besser als Sie. Aber nein! Ich bin nicht gut im Bett, Mr. Ronny. Mr. Wiley! Oh, ich versuche
Überlassen Sie ihn mir, er hat ein kleines Problem. Oh ja, ich hörte davon. Ich bringe das schon in Ordnung. Nun, vielleicht können Sie auch Mr. Dick in Ordnung bringen. Schon gut, Ronny? Nein, es ist nicht gut. Die Tür ist eingetreten und die Möbel sind beschädigt. Mr. Ficken wird dafür aufkommen. Es geht mir nicht um die Bezahlung. Kann dieses Verhalten hier Westminster oder nicht dulden? Verstehe. Ich habe nichts gegen junge Paare, die ihre Winterwochen hier. Nicht genug. Lieber Mister, was Mrs. Ficken sind hier so aufzutreiben? Warum versuchen Sie es nicht mal im Restaurant? Vielleicht essen Sie dort gerade. Bitte sehr. Was tut sie da eben? Was man mir aufgetragen hat. Für wen ist dieser Rollstuhl? Mr. Weidig. Für wen ist dieser Rollstuhl? Für meinen jungen Freund hier. Oh. Sie sind neu hier, was? Geh hin. Sie können gehen.
Ciao! Ciao! Du bist so etwas nie wieder! Ich habe nicht gewartet, nun komm schon! Wer ist weg? Wer ist weg? Der Tote! John, wo ist der? Ich weiß es nicht! Du musst ihn doch hinten gelassen haben! Nein! Hast du ihn versteckt? Ich wollte eine Leiche kaum zurück für Gregor. Ah, du kannst doch nicht aus dem Zimmer gehen und deine Leiche verlieren. Ich war's nicht. Es war weniger als eine Minute. John? John? Bist du bei mir? Was hast du getan, John? Ich war's nicht. Dann weiß niemand von uns. Er ist wieder da, wo er vor einer Stunde gelegen ist. Ich schwöre Ihnen, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, saß er da im Rollstuhl. Aber wieso soll ihn jemand dorthin zurückstecken? Warum ruft er nicht die Polizei? Ich wusste es. Ich hätte heute zu Hause bei meiner Mutter bleiben. Lass deine Mutter auf das Spiel kommen jetzt. Wo geht den Rollstuhl her? Was machen wir jetzt? Jetzt komm schon und hilf mir. Sagen wir doch einfach die Wahrheit. Bist du verrückt? Das geht jetzt nicht mehr. Viele Leute sagen die Wahrheit, wissen Sie. Es ist ganz einfach. Sie und Mrs. Worthing haben ihn gefunden, das ist alles. Es fehlt etwas. Sonnenbrille. Seine Brusttasche. Mr. Wiley, was wollen Sie? Das ist für Sie. Was ist das? Eine Nachricht. Eine Nachricht? Das ist richtig. Von wem ist sie? Von mir. Für die Bereitstellung eines Rollstuhls. Es geht Ihrem Bruder wohl etwas schlechter, Mr. Fitzgerald. Der arme Fred ist am Ende. Ist am Ende ziemlich krank. Das kommt nur vom Tanzen. Ach so, in der Art. Verzeihen Sie meine Neugier, aber warum trägt er meinen Hochzeitsanzug? Fred geht auf eine Hochzeit. War er nicht schon auf Ihrer heute? Er geht jetzt zur Hochzeit seines anderen Bruders. Sie haben noch einen Bruder? Ja, Bill. Und Bill heiratet am gleichen Tag wie er? Ja, Bill und John sind Zwillinge. Was meine Frau? Aber es ist schon etwas sehr spät für Bills Hochzeit. Es ist eine Mitternachtshochzeit, Mr. Wiley. Ich kann bitte um meine Frau nirgends finden. Guten Abend, Sir. Herr zum Henker sind Sie. Der reichste Mann im Hotel. Stellen Sie sich irgendwo. Warum gehen Sie nicht nach Hause? Schlafen eine Nacht darüber und bringen das morgen in Ordnung. Ich bringe es jetzt in Ordnung. Mit Bitten fange ich an. Jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben.
Ich habe darüber hinaus Mr. Fink gebeten, sofort mitsamt seiner Frau unser Hotel zu verlassen. Mrs. Fink ist bereits weg und Mr. Fink ist so gut wie vor. Wissen Sie eigentlich, dass Sie Ihre Flitterwochen ruiniert haben? Da wäre noch etwas. Warum kutschiert Mr. Fink seinen Bruder in einem Rollstuhl quer durch das Hotel? Damit er etwas frische Luft bekommt. Fred fühlte sich nicht sonderlich wohl. Zu viel Champagner und so weiter. Also schickt ihn schon nach Hause. Nach Hause? Ja, nach Hause. Mr. Reilly? Fink, du solltest doch auf dem Weg nach Hause sein. Er ist auferstanden. Nicht. Ja, warum denn nicht?
Weil es nebenan viel ruhiger ist. Nebenan? Ja, nebenan, Suite 650 ist meine. Deine? Ja, meine. Wie wohnst du auch hier? Ja, ist der Ball bezahlt, kommen Sie. Was soll das heißen, kommen Sie? Nebenan ist es viel ruhiger, ist meine, kommen Sie. Wovon sprichst du? Wir beide werden nie wieder so eine Gelegenheit haben. Ich wollte es Ihnen erklären. Ich,
Ich erkläre, sobald ich meine Patienten zu Bett gebracht habe, in dieser Suite. Ah, schön. Ja, bitte? Ich bin Ronny. Meine Frau ist mir entwischt. In diesen Bitten kann ich auch nicht finden. Warum gehen Sie nicht mal in Suite 650? Vielleicht ist Mr. Bitten dort hinten. Ja, 650. Nein! Aber sicher sollte Ronny es dort probieren, um Dr. Livingstone. Nein, Mr. Bitten ist nicht da. Er könnte da sein. Es ist besser, wenn Ronny es dort probiert. Nein, ich habe Mr. Bitten erst vor 5 Minuten getroffen. Haben Sie? Ja. Im Hotel Swimmingpools. Swimmingpools? Wenn ich den Kerl zu fassen kriege, drehe ich ihm seinen Hals um. Haben Sie mich schon mal gesehen? Na klar, Sie sind Mr. Weinens verrückter Bruder Harry. Schau mal, Herr, du warst einige Zeit ziemlich krank. Deine Erinnerung kommt und geht, geht und kommt. Dafür gibt es doch eine Bezeichnung, nicht wahr, Doktor? Ja, das ist ein schönes Jahr. Könnte ich noch etwas Persönliches mit Ihnen besprechen? Später, Doktor, später. Ich bringe erst Harry zu Bett. Du bist wirklich gut zu mir. Dafür sind große Brüder doch da, Harry. Wahrscheinlich wird Mr. Weiley hier im Aufkreuz und all die anderen auch. Wo bleibt Ihre Braut? Sie ist nicht meine Braut.
der Fünfte, jetzt ist meine. Wofür doch alles in der Welt? Nein, Champagner und Austern waren für Schwester Foster. Nein,
Sie waren für Mr. Smiley. Ich wollte es Ihnen erklären. Oh, Richard, es hat so einen Fuß gegeben. Sie hat einen Fuß auf den Kopf bekommen? Ich will die Stellung nicht wissen, John. Das Fenster hat sie getroffen. War das vorher, während oder nachher? Ziehen Sie Ihre Frau wieder an und bringen Sie sie nach Hause, bevor sie dem Detektiv vor der Raum in die Arme läuft. Sie hat mich sehr überrascht. Ja, Herr Miss. Ihre Schlaftablette. Mit dir darf ich mich später bitten. Bitten. Sie können jetzt gehen. Wir werden Ihre Dienste heute Abend nicht mehr in Anspruch nehmen. Man kann nie wissen. Mr. Wiley! Mr. Wiley, der Minister! Bleiben Sie da! Ihr Mann kommt immer noch durch die Gegend. Ich fürchte, das tut auch der Premierminister. Der Premierminister? Ich glaube nicht, dass wir den auch noch hier unterbringen können. Was ist passiert? Als ich ins Parlament kam, ging alles schon runter und drüber. Was war denn geschehen? Als der Premierminister ihre Abwesenheit bemerkte, fing er an zu schreien und zu schreien. Oh, Mr. Wiley. Die Linie spitzte sich zu, nicht wahr? Oh, seien Sie ruhig! Ich muss zurück. Wenn Mr. Kino erfährt, dass ich Sie gewarnt habe, bin ich gewitter. Du bist ein liebes, süßes Mädchen. Gehen wir beide. Oh, nein. Mrs. Worthing, Sie gehen. Mr. Wiley kommt in 2 Minuten nach. Hey! Ich erinnere mich wieder, warum ich ins Westminster Hotel gekommen bin. Und ich glaube, ich habe schon. Hey, und leg mich wieder hin. Was macht der Privatdetektiv in Ihrem Schlafzimmer? Keine Sorge, John kümmert sich um ihn. Er ist Privatdetektiv. Bitte gehe Sie. Geh zu deinem Bruder, ich gebe ihm die Tablette. Wir müssen zurück ins Parlament. Aber wir müssen uns hier zuerst mit etwas befassen. Ich halte eine kurze Rede, werfe der Opposition ein paar Beleidigungen an die Köpfe und bin in 10 Minuten zurück. In 10 Minuten könnte die Welt untergegangen sein. Hey, Sie. Ich? Kennen wir uns nicht? Nein, ich glaube nicht, nein. Ich weiß, dass ich Sie schon irgendwo schon mal gesehen habe. Natürlich kennst du Sie. Ist mit Dr. Livingstone verheiratet. Dr. Livingstone. Und ist das du freust dich. Nein, das braucht nicht so richtig zu mir. Volltreffer! Verduften Sie! Weißt du was, Richard? Ich komme mir auch nicht vor wie dein Bruder. Er ist Mr. Wileys Bruder. Doktor, wollt die Herren hier zurück ins Schlafzimmer bringen? Harry, ich dachte, sein Name... Doktor, bringen Sie Harry zu Bett und geben ihm seine Tabletten. Wir müssen zurück ins Parlament. Komm. Oh, ich bin etwas in Sorge gewesen. Wir sind alle etwas in Sorge, Doktor. Bleiben Sie einfach bei Ihrem Patienten, bis er einschläft. Richard, ich habe auch keine Erinnerung an einen Doktor. Und dann holen die Suite 650 und den Schrank hier auf. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Mr. Wiley, eine Sekunde. Wie kann sein Bruder auch Ihr Bruder sein? Wir haben dieselbe Mutter. Aber John und Bill haben einen anderen Vater als Sie. Gehen Sie nach Fred. Natürlich. Und ich bin sehr froh, dass Fred, Bill und ich einen anderen Vater hatten als du. Komm, Mr. Weiss, sonst bitte ich bin nicht geduldig. Sofort. Sie werden hier mit fertig, bis Sie zurückgehen, oder? Ich denke, da liegt noch einiges drin. Beeilen Sie sich. Ronny! Er sieht merkwürdig aus. Das Fenster! Ist er einer von den Guten oder von den Bösen? Er ist der Böseste. Machen Sie die Tür bloß nicht auf. Gerade gefallen. Ich nehme an, Sie sind Gast hier im Hotel. Der Swimmingpool ist nämlich für unsere Gäste reserviert. Wo ist Mr. Wiley? Er war gerade vor einer Sekunde noch da. Hab ihn nicht gesehen. Er nahm den üblichen Weg durch das Fenster. Nun,
Und wo finde ich seinen Privatsekretär, John Picton? Mr. Picton? Er war auch noch gerade hier. In diesem Raum? Ja. Hatte er eine junge Frau bei sich? Hatte er. Allerdings seine Braut. Seine Braut. Ja, das ist nun eine komische Sache. Sie bitten zu Mr. Weidig, scheinen verschwunden zu sein, als Sie den Namen Ronny hörten. Wenn hier einer von Ihnen über den Weg läuft, soll ich sagen, wer nach Ihnen gefragt hat? Ja, sagen Sie, Ronny hätte nach Ihnen gefragt. In Ordnung, Ronny. Ronny! Was ist los? Warten Sie einen Moment. Adrett geordnet am Fuß eines Bettes. Ich gehe doch wohl recht in der Annahme, dass Mrs. Weiland uns verlässt.
gewiss. Und was ist mit dem Kind auf Sekretärin? Die ist schon fort. Bitte, Gladys, geh zurück. Wer ist das? Wer? Er gehört zum Inventar. Aber bitte geh wieder zurück. Ich bringe das mit Mrs. Weiler schon in Ordnung. Oh mein Gott, oh mein Gott! Egal was! Ich
stimmt schon. Also, Ronny, diese Frau hat doch eine Mutter, nicht wahr? Davon gehe ich aus. Na also. Also, ihre Mutter hat eine Schwester. Und die hat einige Kinder. Eine davon ist ihre Tochter Ivy. Die habe ich heute geheiratet. Das begreife ich nicht. Aber doch, alles doch ganz einfach, Ronny. Schon tut deine Frau hier leid, um bei der Hochzeit dabei zu sein. Und wieso wurde ich nicht eingeladen? Es war nur die engste Familie, Ronny. Ich glaube, ich muss das mit Jean klären. Wer ist Jane? Jane ist Ronnys Frau, oder, Ronny? Ja. Ja, ich bin verheiratet mit der Schwester des Bruders, dessen Frau eine Schwester hat, deren Mutter eine Tochter hat, deren Name Lini ist, die verheiratet ist mit einem Mann, der von dieser Meinung hat. Ha ha ha!
Hast du Bämmer nichts davon gesagt schon? Du hast vergessen. Aus Spanien! Der Vater aus Spanien, die Mutter aus Italien. Ich bin nicht zurück ins Winter, zu einer 50 hin. Ja, wir sind auch alle los. Komm, Pamela. Was ist das denn wieder los? Wenn dieses Zimmer nicht innerhalb von 5 Minuten geräumt ist, werde ich die Polizei auf den Flur rauffahren lassen, damit sie alle verhaftet werden. Und wenn Sie gehen, Mr. Bitten, nehmen Sie Ihren Bruder mit! Natürlich! Wir gehen beide auf Bills Hochzeit! Bills Hochzeit? Aber die Bitten sind ganz verrückt auf Hochzeit! Die Bitten sind verrückt! Vorreiter! Kommt jetzt? Neil Kinnock, Politiker der Opposition. Er hat was mit Weini, Sekretärin. Gut gemacht, Bim. Da ist er schon. Schnell. Ah, Emil, was machen Sie eigentlich mit der ganzen Sache?